katapultartiger Start, schnelle Beine und jede Menge Gebell. Wenn Florian Leitmann Hundesport betreibt, ist er in seinem Element. Florian gehört mit seinen Vierbeinern zur nationalen und internationalen Spitze. Für mich Ansporn genug, Mensch und Tier herauszufordern. Schaffe ich es, Florian und Torin im direkten Duell mit dem Fahrrad zu schlagen? Doch dazu später mehr. Erst einmal besuchen wir Florian zu Hause in Ludwigshafen. Immer an seiner Seite seine Freundin Mandy, die ebenfalls im Hundesport verfallen ist, und natürlich ihre beiden Hunde. Hitch, ein Deutsch-Kurzarm-Mixlings, und der europäische Schlittenhund Torin. Mit 30 bzw. 33 Kilogramm bringen die 4 und 2 Jahre alten Hunde optimales Kampfgewicht mit. Doch es wäre zu kurz gegriffen, die beiden nur darauf zu reduzieren. Mir ist es eben auch wichtig, dass sie nicht nur Zughunde sind, die mit uns diesen Sport durchführen, sondern eben auch Familienhunde. Die verspielten Vierbeiner verbringen jede freie Minute mit Florian und Mandy. Dabei ist es ganz egal, ob in den Bergen, auf dem Wasser oder am Strand. Angefangen hat die Liebe zum Hundesport während Florians Lehramtsstudium. Ja, dann hat sich das ergeben, dass ich den Sport das erste Mal gesehen habe. Da habe ich gesagt, das muss ich ausprobieren, weil ich bin ja sowieso Ausdauersportler schon immer gewesen und das hat halt so sehr gut zu mir gepasst. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Neben nationalen Titeln waren auch die Teilnahmen an den Weltmeisterschaften in Polen und Schweden große Highlights. Doch egal, ob querfeldein wie im Carnicross oder auf geraden Strecken beim Turnierhundesport. Wer wie Florian ganz vorne mitlaufen möchte, muss einiges investieren. Vor allem Zeit. Wenn du halt in der nationalen Spitze oder auch versuchen willst, in die internationale Spitze zu kommen, dann läufst du als Carnicrosser schon so zwischen 70 und 100 Wochenkilometer ohne Hund. Ja? Und dann versuchst du die Trainingseinheiten mit Hund noch irgendwie einzubinden. Und dann wird's sehr, sehr zeitintensiv. Soweit die Theorie. Jetzt wollen wir die Sportart aber auch mal live erleben. Dazu fahren wir in den Käfertaler Wald und sehen sofort, wie viel Power in Hitch und Torin steckt. Um diese beim Laufen sicher zu kanalisieren, gibt es allerdings einiges zu beachten. Ich habe eine Art Klettergurt an, das seht ihr hier. Das heißt, der verbindet mich dann auch mit meinem Hund hier vorne. Die Leine hat einen sogenannten Ruckdämpfer, dass der Hund und ich den entsprechenden Ruck bekommen. Weil wenn dieser Ruckdämpfer nicht wäre, der dehnt sich ja auch hier aus, da wird der Hund einen richtigen Schlag bekommen und ich dementsprechend auch. Zudem muss das Zuggeschirr des Hundes genau passen und die Schultern frei sein, damit sich die Last auf dem ganzen Körper ausbreiten kann. Wenn das passt und noch jede Menge individualisiertes Training dazukommt, sind Durchschnittsgeschwindigkeiten von 25 km/h die Norm. Verdammt sind die schnell. Ach ja, da war noch was. Mein Duell mit Florian und Torin. Oh wei, das sieht schlecht für mich aus. Und siehe da. Absolut keine Chance. Wie sie am Start abgerauscht sind, also ihr beiden. Respekt. Zwischendurch habe ich kurz gedacht, ich bekomme sie, aber unglaublich, wie schnell ihr seid. Nach so viel Aufregung sind auch die Ruhezeiten für die Vierbeiner ganz wichtig. Und die verbringen sie, wie sollte es auch anders sein, am liebsten mit Florian und Mandy, kuschelnd auf der Couch.